Rund 1900 Vulkane gibt es wohl auf der Erde und da sind die in den Ozeanen noch nicht mal mitgezählt. Mindestens genauso viele gibt es alleine auf dem Planeten Venus und viele weitere auch auf unseren anderen Nachbarplaneten. Was wissen wir über die Vulkane auf anderen Planeten und inwieweit geben sie Hinweise auf außerirdisches Leben? Herzlich willkommen bei Klick zum Science and Fiction. Ja, und vielen Dank für den Themenvorschlag auf WhatsApp und den anderen Messengern. Wirklich ein sehr spannendes Thema, nämlich 120 Kilometer hoch war die Rauchfahne. Später entstand genau an dieser Stelle ein dunkler Fleck mit einem Durchmesser von sage und schreibe 400 Kilometern. Die Rede ist von einem Vulkanausbruch auf dem Jupitermond Io, der gigantische Landstriche verändert hat. Io ist wohl einer der vulkanisch aktivsten Gestirne im Sonnensystem. Die amerikanische Raumsonde Galileo hatte im Jahr 2000 diese Bilder möglich gemacht. Aber dieser Ausbruch war nur einer von vielen auf dem Mond des Jupiters. Schon seit 1979 hatte die Raumsonde Voyager 1 Aufnahmen gemacht, die beweisen, dass Io vulkanisch aktiv ist. Hervorgerufen durch Gezeitenkräfte, die der große Jupiter auf seinen kleinen Trabanten auswirkt. Diese heizen Io auf und kneten ihn gnadenlos durch. Vulkanausbrüche auf anderen Planeten unseres Weltalls sind tatsächlich nicht mit denen auf unserer Erde zu vergleichen. Lavafontänen steigen bei uns maximal einen Kilometer in den Himmel hinauf. Auf Io dagegen ist die Schwerkraft viel kleiner und auch die fehlende Atmosphäre trägt dazu bei, dass die Lavafetzen sehr viel höher kommen. Die Io-Vulkane spucken die brodelnde Masse weit ins All hinaus. Zudem handelt es sich bei Vulkanismus auf anderen Planeten nicht immer nur um Lavavulkane, sondern es gibt auch andere Arten wie Eisvulkane beispielsweise. Forschungsteams weltweit begannen mit ihren Untersuchungen zu Vulkanen im All etwa ab den 70er Jahren, als das Apollo-Team vulkanische Steine mit von seiner Expedition brachte. Der Mars hat wohl den gigantischsten Schildvulkan im gesamten Sonnensystem. Mehr als 20 Kilometer ist Olympus Mons in die Höhe. Sein Durchmesser reicht an die 600 Kilometer. Schildvulkane entstehen, wenn sich mehrere Lavaströme übereinander lagern. Nach Schätzung ist der gigantischste Vulkan, den die Menschheit kennt, wohl vor etwa einer Milliarde Jahren entstanden und hatte vor 200 bis 20 Millionen Jahren die letzte Eruption. Weil der Mars kleiner ist als die Erde, beträgt die Gravitation hier auch nur etwa ein Drittel. So stieg das Magma wohl schneller auf und floss leichter und schneller weiter. Er gehört zu einer ganzen Vulkanprovinz auf dem Mars, die etwa so groß ist wie ganz Europa. Erst im vergangenen Sommer hatte ein Forschungsteam aus Tschechien ein Gebiet mit weiteren 130 kleinen Vulkanen entdeckt, und zwar mit der Hilfe der NASA-Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter. Eine besonders große Überraschung war dabei das Alter der Vulkane von gerade einmal 200 bis 400 Millionen Jahren. Zudem fanden sie mit einem Spektrometer tatsächlich Hinweise darauf, dass dort auch einmal außerirdisches Leben existiert haben könnte. Konkret fanden sie Minerale mit viel Silizium, teilweise waren auch opalartige Substanzen vorhanden. Diese Zusammensetzung deutet darauf hin, dass Minerale aus heißen Lösungen ausgefallen und mineralisiert wurden. Also eine warme, mineralreiche und energiespendende Umgebung, perfekt also als Lebensraum für Mikroorganismen. Die Gegend soll jetzt noch weiter auf einst vorhandenes Leben auf dem Mars untersucht werden. Auf der Venus dagegen ist der sogenannte Hotspot-Vulkanismus zu finden, also Gebiete mit einer aktiven, großen unterirdischen Magmakammer. 2015 fand ein Forschungsteam der ESA überzeugende Hinweise darauf, dass die Venus auch heute noch vulkanisch aktiv ist. Eine heiße und dichte Wolkenschicht hatte das bis dahin im Verborgenen gehalten. Doch der Infrarotdetektor der ESA-Raumsonde Venus Express konnte mehrere Hotspots aufspüren, die eine auffallend erhöhte Temperatur aufweisen, und zwar in bereits bekannten Vulkanregionen auf der Venus. Die Vermutung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen: frische, aber bereits erstarrte Lavaströme. Außerdem konnten schwankende Schwefeldioxidwerte in der Atmosphäre entdeckt werden. Auch das lässt auf aktiven Vulkanismus schließen. Dazu Hakan Svetem, einer der beteiligten ESA-Forscher: unsere Studie zeigt, dass die Venus, unser nächster Nachbar, noch heute aktiv ist und sich verändert. Das ist ein wichtiger Schritt auf unserer Erforschung der Geschichte dieses und unseres Planeten. Allerdings werden hier offene Lavaflüsse vermutet und keine Ausbrüche wie bei uns auf der Erde. Die Lava soll demnach leicht und flüssig aus der Venusoberfläche heraustreten und dann wieder unter die Kruste zurückströmen, wie bei uns ganz einfache Flüsse. Bis zu mehreren hundert Kilometern sollen die Lavaströme dort lang sein. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die etwas
etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, da klicken. Aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Super Vulkan wird ausbrechen. Bis dann.